Da können wir so tun, als ob wir angreifen. Dann hauen wir ab. Locken den zur Festung. Und auch hier nehmen wir neue Fernkämpfer mit rein. Gut gemacht. Jetzt geht ihr noch auf den Turm. Und eine Festung ist schon mal weniger. Heinrich wird schon mal keine neuen Leute bekommen. Okay. Ihr versammelt euch. Ihr werdet gleich die zweite Festung angreifen. Oder wartet mal. Macht erstmal Heinrich fertig. Ihr geht bitte auf seine Festung. Wo ist die? Die war doch hier irgendwo. Oder ist die kaputt? Okay, wir haben sehr viele neue Leute. Die werden wir jetzt gleich losjagen. Die erobern jetzt erstmal Heinrich, den Löwen. Und dann gucken wir weiter. Ja, sehr schön. Mehr Verteidigung. Versammelt euch mal. Das ist im Moment ziemlich gefährlich. Es tut mir leid, dass ich euch hier zweitrangig behandeln muss, aber es geht nicht anders. Die Roten passen hier oben auf, dass die nicht kaputt gemacht werden. Die Bayern haben keinen Schutz, die müssen jetzt erstmal durch. Aber wir kümmern uns soweit um alles. Ah ja. Das ist wieder ein Deutschritter. Gut, den kriegen wir jetzt auch kaputt. So ist gut. So, dann machen wir das hier oben kaputt. Ist ja nicht mehr viel. Und eventuell haben wir damit dann auch die Sachsen erobert. Das wäre ja optimal. Wow. Wo willst du hin? Ah ja, die wollen da rein. Passt auf, dann lassen wir die rein. Das sind doch sehr viele. So ist gut, dann haben wir wieder einen Teil der Polen ausgerottet. Und die haben hier schon soweit alles vernichtet. Ja, super. Müssen wir jetzt nur noch da rein. Oh, und wir haben Dorfbewohner gefunden. Die müssen nur noch befreit werden. Sehr schön, na endlich. Das wurde aber auch Zeit. So, ihr lauft bitte zurück nach Hause. Damit haben wir Heinrich den Löwen auch besiegt. So, alle Mann wieder nach Hause. Was ich soll? Nicht allzu viel. Hat super geklappt. Jetzt bauen wir erstmal ein Dorfzentrum. Gott, oh Gott. Kommt hier vorne mit hin. Sobald das steht, ist alles gut. Die Reiter bitte voran. Was will der? Der läuft doch den Dorfbewohnern hinterher, oder was? Heinrich der Löwe. Lauft mal bitte da lang. Der kommt uns hinterher. Ziele haben sich geändert. Besiegen Sie Heinrich den Löwen, der ist tot. Okay, sehr gut. Das ist geschafft. Dann könnt ihr jetzt auch erst einmal zurückkommen. Zumindest haben wir von oben, von Norden, nichts mehr zu befürchten. Die ganzen Türme sind weg.
Eine Festung ist weg und wir kriegen wieder Nachschub von Bayern. Sehr gut. Ah, das ist super. Das wird uns helfen. Das nächste, was ich bauen werde, ist ein Tempel, um die Leute zu heilen. So ist das schön. Oh Gott, es geht aufwärts. Und schön, dass wir so viel Gold kriegen. Da kann ich einiges aufstufen, einiges aufrüsten und mich demnächst um andere Dinge kümmern, wie zum Beispiel um Nahrung. Das ist schon super. So, baut mal bitte eine Mühle, schön weit weg. Eine Mühle, da. Hm. Ja, kommt erstmal hier oben mit hin. So, und ein Teil von euch wird jetzt schon mal Holz hacken gehen. Ist das gut. Wir kommen voran. Endlich. Ja. Und wir können sogar in die nächste Zeit voranschreiten, wenn wir 1000 Nahrungseinheiten bekommen. Das versuche ich ja jetzt fertig zu machen. Kettenpanzer für Pferde sind schon mal fertig entwickelt, damit sind wir schon mal stärker. Die Bogensäge möchte ich gerne haben. Ihr dürft jetzt jeweils anfangen, eine Farm zu gründen. Bitte erstmal nur eine. Weil ich nämlich dann gleich weiterentwickeln kann, dass wir bessere Farmen haben, denn braucht die auch länger. Kostet nämlich 125 Nahrung, mir fehlt einmal Nahrung. Also einer, der mal ganz schnell die Nahrung zusammenholt. Oder mir wird was gespendet, das wäre auch schön. Heinrich ist schon mal weg. Einen sind wir los. Dann sind jetzt nur noch die Polen übrig. Wie weit bist du jetzt? Bei 13. Ah, Sachsen hat's gebracht. Sehr schön. Gleich mal die besseren Farmen gründen. Dann können wir einen Priester erschaffen. Oder auch zwei, dass alle geheilt werden. Hier oben werden wir angegriffen. Oh, 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 oh. Durch ein Katapult auch noch. Dabei müsste man meinen, wir haben die doch soweit ausgerottet, dadurch, dass wir die Werkstatt kaputt gemacht haben. Aber da gibt es wahrscheinlich noch irgendwo eine. Naja, mach mal kaputt, ist nicht schlimm. Schwerer Pflug, fertig entwickelt. Jetzt macht ihr bitte weitere Farmen. So ist schön. Du bringst dein Holz weg, baust auch eine weitere Farm an. Du heilst die Leute hoch. Jetzt ist hier aber Schluss. Meine Fresse. So. Jetzt haben wir zwei Mönche. Dadurch, dass wir so viel Gold haben, können wir auch gleich die Entwicklung der Mönche fertig machen. Heißt Eifer mit rein. So ist das gut. Wir brauchen noch weniger Leute, die irgendwie Holz hacken, weil wir gar nicht mehr so viel Holz benötigen. Bankwesen entwickeln. Tribute sind kostenfrei. Karawane entwickeln. Marktkarren bauen. Brauche ich alles nicht. Ich kriege jetzt Gold ohne Ende durch unsere Freunde. Wir könnten unsere Leute noch schneller machen. Oder aber in die nächste Zeit switchen. Das ist ja eigentlich das, was ich am liebsten möchte. Die hier fangen an, die Beeren zu nehmen. Ja, macht das ruhig. Ich schenke sie euch. Ich brauche sie nicht mehr. Machen jetzt erstmal weitere Bauern. So ist gut, jetzt werden erstmal alle wieder hochgeheilt. Auch unsere Ramme wird gleich wieder repariert. Flickmann. So ist schön. Oh, es läuft wunderbar. Dorfbewohner erschaffen, du baust wieder eine neue Farm. Jede Menge Essen für uns.
Wir können bis zu 50 Leute aktuell haben. Das sollten wir noch ausbauen. Das heißt, weitere Häuser müssen gebaut werden. Das Ding ist fertig. Sehr schön. Dann darfst du jetzt auch noch ein weiteres Haus bauen. Du baust bitte eine Farm. Na komm, wird fertig. Und wir haben wieder was geschenkt bekommen. Sehr schön, auch 300 Nahrungseinheiten. So können wir uns bald entwickeln und in die Imperialzeit voranschreiten. Geht doch. So, brauchen wir sonst noch irgendwas? Nö, wir könnten jetzt langsam mal Türme bauen. Huch, wir werden schon wieder angegriffen hier oben. Aber nur durch normale Schwertkämpfer, das ist okay. Das kriege ich kompensiert, das ist kein Problem. Aber weißt du was, du wirst jetzt hier oben mal Türme bauen für unsere Leute. Da kommen schon die ersten Rammen. Damit die nicht immer überrascht werden hier. Und in der Universität, wo ist die? Ich muss noch suchen, aber gut. Wir gehen erstmal das Katapult kaputt machen. Die Ramme meine ich. Da ist die Uni. Bessere Türme entwickeln. Kostet eh keine Nahrung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So schön. Hier drüben werden wir auch angegriffen. Ja, es werden immer mehr. Die lassen uns nicht in Ruhe. Aber das wäre geschafft. Wachturm fertig entwickelt. Damit wird das hier auch zum Wachturm. Der ist dann schon mal stärker. Wenn wir gleich in die nächste Zeit switchen, dann ist alles wieder gut. Und dann können wir noch ganz, ganz viele Entwicklungen zusätzlich reinhauen. Nahrung kommt auf jeden Fall genug. Gut, der Wachturm passt auf, dass wir ein schönes großes Gebiet sehen können. Okay. Das Ding wollte ich reparieren, ne? Du warst fertig, sehr schön, dann reparier mal das Haus. Wir können jetzt bis zu 60 Leute haben, das ist schon mal besser. Ah, da kommen sie. Huskal. Das sieht aus, als wenn die sehr gut wären beim Angriff auf Gebäuden. Ja, denn die kriegen kaum Schaden. Das gefällt mir gerade gar nicht. Oh, 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 oh. Jetzt versuchen die unsere Festung anzugreifen. Das ist ja unglaublich. Unbelievable hier. Wahnsinn, die haben einiges drauf. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, vielleicht sollte ich da doch tatsächlich das Mauerhandwerk entwickeln, um mehr Gebäudepanzerung zu haben. 150 Nahrung, 175 Holz. Gleichzeitig switchen wir jetzt auch in die nächste Zeit. Und kümmern uns vielleicht noch um die ein oder andere Entwicklung, dass Leute sich schneller bewegen zum Beispiel. Die brauche ich eigentlich nicht. 250 Holz und Gold ist aber okay. Kann ich mir leisten. Au, und ein Feld wurde abgeerntet. Ups. Vergessen, neuen Auftrag zu geben. Gleich mal neue rein. So. Du bauen Feld. Sehr schön. Mauerhandwerk fertig entwickelt. Knappen entwickelt. Sehr gut. Oh. Kann ich jetzt aber nicht leiden, ne? Plankier fertig entwickelt. Wieder neue Unterlagen bekommen, wollte ich gerade sagen. Neue Sachen.
Bisschen mehr Verteidigung. Ich weiß, Polen greift an. Die greifen auch oben an. Ja, die wollen sich jetzt nicht mehr unterdrücken lassen. Aber das Schöne ist, dass wir doch tatsächlich die ein oder andere Entwicklung jetzt reinnehmen können. Und damit weitaus mehr schaffen. Heiligkeit entwickeln, dass unsere Leute mehr aushalten, unsere Priester. Hier gibt es nichts mehr, was wir brauchen. Glühende Geschosse wäre vielleicht noch witzig. 350 Nahrung kann ich mir im Moment nicht leisten. Wer greift hier schon wieder an? Dort oben. Ach, du ahnst es nicht. Es kommen schon wieder Belagerungswaffen. Wir müssen noch irgendwo noch Leute haben, die sowas neu aufbauen, oder was? So, du baust mal gleich einen neuen Turm. Oder auch nicht. Reparier den mal. Aber zwei Türme könnte nicht schaden. Gut, wir haben neue Nahrungseinheiten bekommen, können wieder ein bisschen entwickeln. Sollten wir auch so schnell wie möglich tun. Langschwertkämpfer. Ah, sehr gut. Wir sind in der neuen Zeit. Entwickeln jetzt Haupttürme. Entwickeln noch bessere Felderwirtschaft, sobald wir mehr Nahrungseinheiten haben. Da ist wieder ein Bösewicht. Aber der interessiert mich nicht. Hast du es gleich geschafft. Langschwertkämpfer fertig entwickelt. Sehr schön. Jetzt können wir die Elite-Deutschritter sogar machen. Es dauert aber noch ein bisschen. Wir nehmen erstmal mehr Angriff rein für unsere Leute, sobald es soweit ist. Jetzt. Und die Felderwirtschaft muss ich dringend überarbeiten. Wir sind relativ schnell. Juhu. Ist ja eigentlich auch was Gutes, nicht? So, ein neuer Dorfbewohner, der auch noch ein Feld gründet. Der Hauptturm wurde fertig entwickelt. Jetzt haben wir schon mal stärkere Türme. Außerdem auch glühende Geschosse. Das kann nur gut gehen. Dann haben wir dich. Du baust ein neues Feld. Hier vorne. Ach, 250 Nahrung, dann kriegen wir die neue Felderwirtschaft. Und dadurch, dass wir jetzt ins nächste Zeitalter vorangeschritten sind, kriegen wir jetzt auch die Chevaliers und später auch die Paladine. Endlich. Damit wir noch mehr Angriffskraft haben für Nahkämpfer.